Ja, liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Eltern der Stadtgemeinde Feldkirchen. Es steht bei vielen auch die Entscheidung bevor, in welche Schule gehe ich jetzt in weiterer Folge. Wir haben uns entschieden, mit dem Herrn Stadtrat Helmut Krasnick für Schule, Jugend, Sport und ich als Bürgermeister diese Videopräsentation zu unterstützen, da ja heuer für die Schulen ein Tag der offenen Tür in solch einer Form durch die Corona-Maßnahmen nicht möglich ist. Wir bieten in diesem Video die Vielfalt der Schulen bei uns in der Stadtgemeinde an und möchten so jedem die Entscheidung, wohin werde ich mich in nächster Zeit hingezogen fühlen, welche Ausbildung möchte ich machen. Damit diese Wahl etwas leichter ist, haben wir dieses Video unterstützt und wir freuen uns, beim Auswählen ein bisschen behilflich sein zu können. Danke und alles Gute in der Schule. Herzlich willkommen in der Musikmittelschule Feldkirchen. Mein Name ist Sabine Oberrauner. Ich werde Ihnen dann jetzt in den nächsten Minuten unsere Schule präsentieren, welche Möglichkeiten, welche Schwerpunkte es an unserer Schule gibt. Unser großer Schwerpunkt ist Musik und es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Wahlpflichtfächern, nämlich Informatik und Italienisch, zu wählen. Die Wahl der Musikmittelschule bedeutet für Schülerinnen des Schwerpunkts Musik, dass es mehrere Musikstunden gibt, dazu noch Chor-, Instrumentalunterricht und Ensembleunterricht. Zusätzlich kann Ihr Kind auch gerne noch die Schulband besuchen bzw. bei Tanz- und Musical-Aufführungen mitmachen. Sollte Ihr Kind bereits ein Instrument in der Musikschule in Feldkirchen, also im Amthof, erlernen, dann kann es auch gerne dort weiterspielen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dieses Instrument an unserer Schule zu spielen. Die Musikschüler haben zusätzlich auch den Gegenstand digitale Grundbildung. Also in der Schule gefällt es mir sehr gut. Es sind sehr nette Kinder in meiner Klasse und die Lehrer sind auch richtig nett. Ich lerne Gitarre und die Musik lernen wir gerade von Josef Haydn. Mir gefällt es eigentlich sehr gut und ich hätte nicht gedacht, dass ich halt schon so ein bisschen Gitarre spielen kann, weil ich hätte gedacht, ich bin halt richtig schlecht, aber mit dem Herrn Brecher als Lehrer geht es mir eigentlich eh gut. Und die Lehrer sind aber ganz nett und ich habe sehr viele neue Freunde gefunden. Ich bin auch an die Schule gekommen, weil mein Papa und meine Tanten auch schon dahergegangen sind. Und eigentlich großteils wegen meiner Gitarre, weil das unbedingt weiterspielen will. Die Musikmittelschule bietet auch das Wahlpflichtfach Informatik an. Das bedeutet 2 Stunden pro Woche Informatik ab der 1. Klasse. Nach intensiven Vorbereitungsphasen können ab der 3. Klasse die 7 Module des ECDLs abgelegt werden, da unsere Schule auch ein autorisiertes Testcenter ist. Und los ist dort los, wo es ist. Also ich bin ein 1. Klässler, ich habe mir das Fach Informatik ausgesucht. Was mir an Informatik so gut gefällt, sind die Übungen, was wir jetzt im Homeschooling gekriegt haben.
Und dass wir Informatik über den Computer lernen und dass wir das Zehn-Finger-System und so darin lernen. Wir haben uns für den Gegenstand Informatik entschieden, weil es mir Spaß macht, weil wir das Zehn-Finger-System lernen konnten und mit anderen Freunden schreiben konnten, weil wir die Aufgaben über Teams kriegen und weil es mir sehr Spaß macht. Abbiamo una carta geografica. Vedete? Italienisch kann als zweite lebende Fremdsprache ausgewählt werden. Das bedeutet 2 Stunden pro Woche Italienisch ab der 1. Klasse, Erlernen der Fremdsprache durch spielerische und musisch-kreative Elemente und direkter persönlicher Kontakt mit Native Speakers im Unterricht. La pizza grande. E 30 euro. E qui sono. Also, ich habe mir Italienisch ausgesucht, weil Italien unser Nachbarland ist und dann kann ich mich auch in Italien ein bisschen unterhalten und Italienisch ist eine sehr coole Sprache. Einblicke in unsere Räume und Ausschnitte aus Konzerten finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.musik-ms-fe.at. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie bitte Ihr Kind an. Die Möglichkeit besteht online. Auch dieser Link ist auf unserer Homepage zu finden oder direkt in unserer Schule ab 5. Februar. Wir freuen uns, wenn Ihr Kind an unsere Schule kommt und ich hoffe, wir sehen uns bald. Can you see, can you hear the wonders in the... Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Rosemarie Kulnig. Ich bin die Direktorin der Mittelschule für Kirchen mit reformpädagogischen und digitalen Schwerpunkten. Reformpädagogische Schwerpunkte, da lassen wir aus den verschiedenen reformpädagogischen Angeboten in den Hauptgegenständen, aber auch in den Nebenfächern Einflüsse, Einwirkung von der Maria Montessori, von Freinet, von Dalton, da haben wir daraus Elemente entnommen, die genau für unsere Schule passen. Das heißt, unsere Kinder erhalten hier pro Woche in 5 oder 6 Stunden, je nachdem, wie das für den Stundenplan passt, Aufträge, schriftliche Aufträge, die sie dann in diesen Zeitfenster abarbeiten können. Frei eingeteilt. Auch freie Wahl der sozialen Komponente. Das heißt, die Kinder können in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit, in Einzelarbeit die Arbeiten erledigen. Sie können sich auch den Ort, wo das stattfindet, frei auswählen. Das heißt, wir öffnen unsere Klassentüre und die Kinder suchen sich dann im zugeordneten Räumen den Platz aus, um die Arbeit zu erledigen. Das passiert in einem Zeitfenster von circa 4 bis 5 Wochen. Danach setzt sich das gesamte Lehrerteam dieser Klasse zusammen und jedes einzelne Kind wird durchbesprochen. Es erhält dann ein schriftliches Feedback bezogen auf die Arbeitsleistung, bezogen auf die Ausführung, bezogen auf den Einsatz. Viele kleine Einzeldetails werden da wahrgenommen, dass das Kind einfach in einem persönlichen Gespräch vom jeweiligen Klassenvorstand rückübermittelt bekommt. Und selbstverständlich erhalten auch Eltern über diese sehr, sehr wichtige Phase ein schriftliches Feedback. Das wären unsere reformpädagogischen Elemente. Natürlich, in der heutigen Zeit ist es auch wichtig, die Kinder auf die Digitalisierung vorzubereiten. Dafür haben wir in der 1. Klasse, wenn Ihr Kind also in die Schule kommt, hat es in der 1. Klasse 2 Stunden bezüglich digitaler Grundbildung und in der 2. Klasse noch 1 Stunde digitale Grundbildung. Kinder werden hier vorbereitet, um in allen Gegenständen auch mit dem Computer
Aufgaben zu bewältigen. Und selbstverständlich ist es in der heutigen Zeit notwendig, diese Kinder auch auf das Distance Learning gut vorzubereiten. Und das gelingt in diesen Stunden hervorragend. In der dritten und vierten Klasse hat dann das Kind die Wahlmöglichkeit, sich im Bereich der digitalen Bildung zu vertiefen. Da kann es dann den Wahlpflichtgegenstand angewandte Informatik auswählen und kann dort sogar den Computerführerschein ablegen. Also sämtliche ECDL-Prüfungen kann es durchführen und hat damit eine, denke ich, schon wesentliche Grundlage auch für weiterführende Schulen. Unsere Unterscheidung vielleicht zum Gymnasium oder zu einer anderen Mittelschule bezieht sich wirklich auf diese offene Lernphase, in der die Kinder über die Selbsttätigkeit zur Selbstständigkeit kommen und damit vielleicht auch am manches Mal mangelnden Selbstwert ganz gut arbeiten können. Also die Kinder gehen gestärkt aus unserer Schule hinaus. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich Sie an meiner Schule begrüßen könnte mit Ihrem Kind. Sie haben noch die Möglichkeit, wenn Sie anrufen, dass wir persönliche Besprechungstermine vereinbaren könnten. Auch immer wieder im Rahmen, dass wir einfach auch die Hygienemaßnahmen und Vorschriften einfach einhalten. Aber diese Möglichkeit kann ich Ihnen anbieten. Ansonsten erwarte ich Sie am Zeugnistag am Nachmittag, auch in der Ferienwoche von 8 bis 12 Uhr. Und Sie haben den ganzen Februar Zeit, sich und mit Ihrem Kind in der Schule vorzustellen. Sie bringen bitte nur das Anmeldeformular, das sich auf unserer Homepage befindet, mit und die Schulnachricht. Das wären die Voraussetzungen, die Sie mitbringen. Und viel Interesse natürlich. Danke. Mein Name ist Herwig Klauzer. Ich bin hier der Leiter am Bundesschulcluster Feldkirchen und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Dieser Bundesschulcluster ist der erste Bundesschulcluster in Kärnten und besteht aus zwei Schulen, dem Bundesrealgymnasium und der BHAG und der B-Handelsschule Feldkirchen. Wenn ihr nun eine Volksschule abgeschlossen habt, so könnt ihr unter bestimmten Bedingungen hier bei uns gerne die Schule besuchen. In der Unterstufe ist der Unterricht ein vielfältiger und es gibt viele neue Gegenstände für euch. So wird von Englisch über Musik, Sport alles unterrichtet, was euch auch vielleicht manchmal Freude macht und für euch neu ist. Wir nehmen auch an vielen Veranstaltungen und Bewerben teil und ermöglichen so ein vielfältiges Schulleben. Wenn ihr eine Mittelschule abgeschlossen habt, so habt ihr hier zwei Möglichkeiten, diese Schule zu besuchen. Wenn ihr in die Oberstufe der AHS, des BRG geht, Bundesrealgymnasium, so macht ihr in 4 Jahren den Weg zur Matura. Während dieses Weges sind nicht nur Unterricht geplant, sondern auch viele Veranstaltungen und es finden auch Reisen, Projektwochen statt, London-Reise, Sportwoche, naturwissenschaftliche Projekttage, zum Beispiel in Pula oder ähnliches. Der Unterricht ist auch hier sehr vielseitig. Weiters besteht die Möglichkeit, hier in diesem Schulgebäude die Bundeshandelsakademie oder die Bundeshandelsschule zu besuchen. Die Bundeshandelsakademie hat zwei Schulzweige. Der eine beschäftigt sich mit Sport und Fitness und der zweite mit Informationstechnologie und Medien. Die dritte Möglichkeit, die besteht, die ist sehr einzigartig in Österreich. Das ist eine Bundeshandelsschule für Soziales und Wirtschaft. Hier hat man zwei Möglichkeiten, diese Schule abzuschließen als Bürokaufmann und zusätzlich noch die Ausbildung zur Pflegeassistenz
in Zusammenarbeit mit der Sozialschule Bayern-Feldkirchen. Wenn du oder deine Eltern nun Interesse habt, eine dieser Schulen zu besuchen, so könnt ihr uns gerne besuchen hier auf unserer Homepage unter www.bag-feldkirchen.at oder unter www.hack-feldkirchen.at oder uns auch telefonisch kontaktieren. Die Telefonnummer finden Sie auf der Internetseite. Ich würde mich sehr freuen, euch hier als Schüler, Schülerin begrüßen zu dürfen. Claudia Juvan, ich bin die Leiterin der Polytechnischen Schule in Feldkirchen und möchte dir gerne ein paar Informationen über meine Schule geben. Wir sind eine Schule für jene Jugendlichen, die nach der Pflichtschulzeit gern eine Lehre beginnen möchten und Wert darauf legen, dass sie eine umfassende Berufsgrundausbildung bekommen. Diese bekommst du bei uns, weil wir in 8 verschiedenen Fachbereichen praktischen und theoretischen Unterricht anbieten, der genau auf deinen Wunschberuf abgestimmt ist. Und zwar haben wir den Fachbereich Gesundheit, Schönheit und Soziales, den Fachbereich Handel und Büro, den Fachbereich Tourismus und auf der technischen Seite die Fachbereiche Bau, Elektro, Holz, Mechatronik und Metall. Je nachdem, was du gerne werden möchtest, suchst du dir einen Fachbereich aus. Du bekommst in diesen Fachbereichen nicht nur theoretischen, sondern auch sehr viel praktischen Unterricht. Hallo, mein Name ist Gerhild Moser und ich unterrichte an der Polytechnischen Schule in Feldkirchen. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Schule ist die Berufsorientierung. Unser Schuljahr beginnt mit einer mehrwöchigen Orientierungsphase, in der ihr nochmal alle Fachbereiche kennenlernt, bevor ihr euch dann schlussendlich für einen entscheidet. Mehrmals im Jahr habt ihr auch die Möglichkeit, in Betrieben eurer Wahl zu schnuppern. Wir unterstützen euch bei der Suche nach passenden Lehrbetrieben, helfen euch bei euren Bewerbungsunterlagen und bereiten euch auf euer Vorstellungsgespräch vor. Sollten Jugendliche zusätzliche Förderung benötigen, unterstützen wir sie mit eigens dafür ausgebildeten Lehrern und Lehrerinnen und begleiten sie durch dieses Schuljahr. Und wenn ihr eure Schulpflicht bereits beendet habt, dann könnt ihr auch an unserer Schule ein freiwilliges 10. oder auch 11. Schuljahr besuchen. Zusätzliche Informationen zu unserer Schule und das Anmeldeformular findet ihr auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf euch!